Herzlich willkommen zum Vegetationsreport in dieser Woche. Bevor die neue Aussaat anfängt, nutzen Sie die Zeit für eine Stoppelbonitur im Raps. In diesem Jahr kann man in ganz Deutschland erkennen, dass ein hoher Verticillium-Befall an den Stoppeln vorhanden ist. Verticillium ist ein Bodenpilz, der in diesem Jahr aufgrund der zuerst vorhandenen feuchten Witterung und anschließenden Hitze gute Bedingungen hatte. Die Symptome sind leicht zu erkennen. Zum Anfang, kurz vor der Ernte, sieht man ja ganz hellbraune Flecken am Stängel, zum Teil auch an den Seitentrieben. Und später nach der Ernte werden die dann silbrig, oft auch eisenfarbig. Der Ertragseinfluss war in diesem Jahr relativ gering. Aber warum erzähle ich Ihnen trotzdem etwas über Verticillium? Der Pilz kann nämlich 15 Jahre im Boden überdauern, führt zu einer schlechteren Wasserversorgung der Pflanze, kann natürlich auch bei einem frühen Befall zu hohen Ertragseinbußen führen und wir haben kaum Möglichkeiten, ihn zu bekämpfen. Sie können nur dann in 3 bis 4 Jahren, wenn Sie den neuen Raps wieder bauen, spezielle und tolerantere Sorten anbauen. In diesem Jahr ist aufgefallen, dass die frühreiferen Sorten etwas toleranter gegen Verticillium sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, jetzt sich die Mühe zu machen und die Stoppeln zu bonitieren, um dann wieder in 3, 4, 5 Jahren die geeigneten Sorten auszuwählen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss!